Ja, hallo Leute. Ich war in letzter Zeit ein bisschen nachlässig mit meiner kleinen Rubrik 20 Facts About Me. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und da dachte ich mir, ja, drehst du jetzt mal gleich Fact Number 2, Fakt Nummer 2, was ich euch zu erzählen habe über mich. Was die allerwenigsten aus der Szene wissen und noch gar nicht wissen können, ist, dass ich, da ich ja schon eigentlich ein alter Sack bin und schon ein paar Jährchen mehr auf dem Körper als habe wie alle anderen von euch oder viele andere von euch, früher, in meinem früheren Leben sozusagen, ein Musiker war. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen in der Trachtenkapelle. Schön volkstümliche Musik gemacht ein paar Jahre, bin dann natürlich gewechselt ins Hardcore-Punkrock-Lager für einige Jahre, hatte damals auch lange Haare und sonstiges, also alles was dazugehört, Vollgas, wir hatten da immer gejammt, wie man dazu gesagt hat oder vielleicht heute noch sagt, und wurde dann, so blöd das vielleicht jetzt auch klingen mag, abgeworben von einer Tanzkapelle. Also ich habe dann die letzten 10 Jahre meiner Musikerkarriere habe ich dann wirklich auf Hochzeiten und auf Faschingsbällen Wolfgang Petri gespielt und habe mit den Leuten geschunkelt und sonstige Sachen. Also habe mich da quasi in der Tat prostituiert. Aber es ist saugutes Geld und es hat auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch Spaß gemacht. Mit Einzug meines Bodybuilding-Lifestyles muss man aber dann schon sagen, dass das Ganze dann schon stark zum einen nachgelassen hat, dass es eben irgendwie ein Fun-Faktor war und es ließ sich halt irgendwann auch nicht mehr vereinbaren. Ich war der Einzige, der auf einer Hochzeit immer mit Tupperdosen rumgerannt ist. Ich durfte mich nicht am Kuchenbuffet beteiligen und ja, es waren noch 2 Wettkampfjahre mit dabei und es war wirklich sehr, sehr hart. Und darum habe ich irgendwann beschlossen, als ich mit Bodycoaches soweit war, dass sich das Ganze dann zu sehr geschnitten und zu sehr gebissen hat, zu sagen, jetzt beende ich einfach diese Musikerkarriere und mache einfach das, was ich jetzt zur Zeit oder jetzt im Nachhinein einfach dann lieber mache. Also, Fact Number 2 zu meiner Person. Früher, in meinem früheren Leben war ich Musiker. Bis dann.